Hallo Leute und willkommen zurück zu Sanctum 2. Ja, zuletzt sind wir ja an der Küstenlinie weitergegangen und haben den Zertrümmerer fertig gemacht. Ja, dann machen wir heute mal mit der Quallenbucht weiter. Das ist auch schon wieder das vorletzte Level in diesem Bereich. Eure Vergangenheit interessiert mich nicht. Ich toleriere sie nur so lange, sie uns hilft. Ihre sogenannte Revolution geht mich nichts an. Wenn die Foundation herausfindet, dass wir gegen sie arbeiten, dann brauchen wir Verbündete, ob wir wollen oder nicht. Brightholm war deine Heimat, nicht meine. Mir geht es nur darum, die Biester zu jagen und zu töten. Und wenn das bedeutet, dass wir in die Slums müssen, bitte, komm bloß nicht auf die Idee, ich mache eine auf Heldin aus Selbstlosigkeit. So jemand bin ich nicht. Schon klar, Sky. Ich bin in den Slums aufgewachsen. Die Leute eines Tages aus Brightholm rauszuschaffen war der Grund, warum ich überhaupt den Kernwächter beigetreten bin. Ich hatte damals keine Ahnung, was ich bewirken konnte, aber mein Eindruck war, dass die Wächter die einfachen Leute beschützen würden und nicht nur deren Anführer. Aber das spielt wohl nun auch keine Rolle mehr. Ich sorge dafür, dass die Geschütze einsatzbereit sind. Und dann kämpfen wir uns durch dieses Schlamassel, so wie wir es immer getan haben. Wir sind fast bei den Gleisen. Wir können denselben Weg zurücknehmen, über den ich hergekommen bin. Der Riese nähert sich Illusion One mit schneller Geschwindigkeit. Die geschätzte Reisezeit wird uns keinen kleinen Vorsprung geben, bevor er sein Ziel erreicht. Gut, wir werden jede Sekunde brauchen, die wir kriegen können, um ihn fertig zu machen. Ja, ja. Okay. Genau. Jo. Ja, ich ändere erstmal nichts dran. So. Und sind wir den Riesen wieder? Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Oh, wie sieht das denn hier aus? Okay. Nö, diesmal sehen wir den Riesen nicht. Aha. Aha. Da hoch, wenn wir aber nicht kommen. Nagai Industries. Mhm. Okay. Ich habe auch schon lange keine richtigen Minen mehr gefunden in dem Sinne, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Wieder so ein weitläufiges Gebiet, ja. Aha. Okay. Das könnte einer der Tore sein. Das Ding sieht aber nicht schlecht aus hier. Oh! Okay, da habe ich mit natürlich jetzt nicht mitgerechnet. Ach, das ganze Ding kann man drauf springen. Aha. Das Ding kann man sprengen. Okay. Aha. Ist hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Ah. Sieht nicht danach aus.
Ah, guck mal an, da haben wir mal wieder Minen seit langem. Ja, das wird wieder eine ganz schöne Arbeit werden hier. Jo. Ach ja. So. Na komm. Nicht ganz. Na, ich sehe jedenfalls schon wieder, auf der Karte sehe ich jedenfalls schon wieder drei Eingänge. So. So. Sie wieder hochlaufen lassen. Und da sind die Türme alle. Joa. So. Ja. Na komm. Na ja. Das hat gesessen. Nett gesessen. Oh, jetzt kommt er von allen drei Richtungen. Eieieiei. Von allen drei Richtungen. Ja. Müssen wir es anders machen. So sozusagen den Kern so ein bisschen vom Kern her ausbauen. Jo. Kern ist mit drin, gut. Okay, this might work. Jo. Boah, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Eieieiei. Ja, hier geht's schon ein bisschen stärker ab. Ich merke das schon. Naja. Immer noch nicht tot. Meine Herren.
Jo. Damit die schon mal da hinten langlaufen müssen. Das ist auch schon mal einen etwas längeren Weg. Naja. Na, ich hänge hier gerade so ein bisschen. Ja, ihr merkt das auch wahrscheinlich, ich bin schon wieder ziemlich ruhig jetzt. Ja. Noch ein bisschen länger laufen lassen könnt. Jetzt komm hier raus. Ja. Vielleicht sogar noch für den Ausbau. Ja. Auch noch. Weil hier laufen sie ja dann mehr oder weniger alle zusammen. Das. Da kommen wieder so viele Heiler. Naja. Uiuiuiuiui. Naja.
Und tschüss. Jo. Ah, schon gesagt, ich will die halt noch ein Stückchen weiter länger laufen lassen hier. Wir müssen schon mal eine ganze Ecke. Eine ganze Ecke länger laufen. Das fällt mir mal gerade so ein. Kann ich das nicht hiermit auch machen? Warte mal. Baue ich hier noch mal kurz ein bisschen um. So, den weg. 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 So. Okay, den muss ich da lassen. Den muss ich hier machen. Oh, der weg. Ne. Also die kann ich nicht da lang laufen lassen. Ah. Das ist natürlich nicht schön. Ah, ich mach mal kurz hier hinten auf. Ich will die mal kurz ein bisschen anders laufen lassen. Komplett. So. Naja, mal gucken, wie das passt so. Damit lang laufen. So, und die führen wir hier mit rein. Okay, this might work. Die führen wir hier sozusagen dann zusammen. Der kommt damit lang. Oh. Okay, this might work. Ei, 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 ei. Ah, das ist schon ein bisschen. Kompliziert jetzt hier. Wie wir das aufbauen, wie ich das aufbauen muss. So. Not enough tower bases. Ja. Das heißt, habe ich natürlich jetzt die Arschkarte gezogen, wenn jetzt Flugviecher kommen, aber die kann ich auch alleine erledigen. Ich will das Labyrinth da hinten erstmal ein bisschen sehr viel weiter bauen. Jo. So.
Da müssen sie nämlich schon hier oben dann rum. Jo. Bei 3, 6, 7. Die auch mal auf 3. So, dann sind wir schon auf 4, 8. Jetzt dürfte er normalerweise auch an die Türme rankommen, ne? Ja. Das heißt. Stechen wir einen da auf. Boah. Jetzt habe ich zwar die ganze Energie hier reingebuttert, aber naja. Ja. Naja, naja. Das dürfen wir aber eigentlich. Dürfen wir aber eigentlich schaffen. So, und jetzt geht's wieder Welle. Sagen, baue ich erstmal das Ding auf. So. Das Labyrinth weiterbauen. Naja. Ja. Brauche ich gar nicht mehr eingreifen, ne? Na, solange von da keine Flugviecher kommen. Ja, so viel dazu. So. Noch die ganze Fläche ausnutzen. Ja. Ja, und schon haben wir wieder keine Tower. Ja, dann guckt's euch an. Also jetzt haben wir ein richtig gutes Labyrinth gebaut. So, jetzt hatte ich das zwar eben vorhin noch verteilt hier, aber naja. So. Stecke ich die Kraft da jetzt komplett rein. Die Klamotten mal verteilen. Dass sie sich wirklich auch mal ein bisschen länger hier in diesem Bereich aufhalten müssen.
ja, dass sie sich halt länger in den Bereich der Tore aufhalten müssen, der Geschütze. So. Wenn da hinten keine Flugviecher kommen, ist mir das eigentlich egal. Jojo. Jetzt kommen sie aber natürlich ganz schön heftig. Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen selber mitkämpfen hier. Aber das war schon wieder. Naja. Jetzt kommen die ganzen Massen, würde ich mal eher sagen. So, hier hatte ich doch noch irgendwas. Ja, genau. Die noch. Da noch rein. Ja, dann das hier noch ein bisschen hinten weiter ausbauen. Ah, da kommen jetzt so viele Heiler. Mhm. So. Jo. Ja. Und das war's auch schon wieder. Ja. Hm. Naja. Was nicht von dem Turm aufgehalten wird, wird von dem Turm aufgehalten. Ja. Passt schon. Den Gang haben wir jetzt auch schon fast komplett ausgebaut. Also viel geht da jetzt nicht mehr. Jo. Vorletzte Welle. Ja. Boah, und ich denke mal, das wird wirklich das Optimalste sein. Also ich denke mal, besser wird man es nicht wirklich ausbauen können. Jo. Das ist eigentlich wieder ein bisschen Verschwendung hier. Nein, das ist auch Verschwendung. Ja. Was ich jetzt aber mal machen könnte. Hier mal ein bisschen was aufstehen. Damit die halt nicht so krass durchkommen. So. Okay. Da ruhig mal stehen. Ja.
Spiels, das war schon wieder. Also diese Level, die sind jetzt leichter als... Naja. Ihr seht es ja selbst. Ich halte mich zwar trotzdem ganz schön lange hier in diesen Levels auf, aber naja. Jo. Das ist natürlich ulkig hier. Jo. Na gut, das war's auch schon. Ja. Ah, ich könnte mir hier vorstellen, hier kommt bestimmt noch was. Nee, kommt gar nichts. Ach doch, der könnte die Klamotten kaputt machen. Das ist, ja, das ist wieder so einer. Und das ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir haben ihn. Naja. Ja. Ah, ziemlich viele Heiler. Naja, naja. Solange sie trotzdem dahin... Ja gut, das war's auch schon. Also einfach ist ja wirklich viel zu einfach, der Level. Naja. Yay. 17. Oder sogar fast sogar noch 18, ey. So. Erhöht den Schaden, wenn dem Tode nahe. Okay. Türme verursachen 0,6% mehr Schaden. Für jeden Prozent der bei der letzten Welle verlorenen Kernpunkte. Ja, auch nicht so unbedingt meine Fertigkeiten. Ja, Leute, aber das war's auch schon wieder. Ne, im nächsten Part sind wir dann bei der Laserbrücke. Ja, und haben dann den Bereich in dem Sinne auch schon wieder abgeschlossen. Ja, über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.